Kommunikation von Konfliktthemen, denke ich, ist ein Standardthema der Wissenschaftskommunikation, weil faktisch jede Forschungseinrichtung hat irgendwo ein Thema, was in der öffentlichen Diskussion steht. Insofern muss man sich da schon Gedanken drüber machen. Wir als Geowissenschaftler, ich habe jetzt das am Beispiel der geologischen Speicherung von CO2 mal versucht zu erläutern, haben eben vor allem die Arbeitsfelder der Nutzung des geologischen Untergrunds, andere Einrichtungen, die in der Gesundheitsforschung arbeiten, werden natürlich das Tierschutzproblem haben. Und so weiter. Es gibt also eine ganze Menge an Konfliktfeldern, wie gesagt, und man tut gut daran, sich vorzubereiten. Bei uns ging es um die geologische Speicherung von CO2. Das Treibhausgas wird in weiteren nächsten Dekaden noch in verstärktem Maß in die Atmosphäre emittiert werden, weil immer mehr Kohle verbrannt werden wird, vor allem in den Ländern mit aufsteigender Ökonomie. Und deshalb ist man gut beraten, wenn man sich jetzt darum kümmert, wie man zukünftigen CO2-Mengen vernünftig beseitigt. Man kann entweder das Kohlendioxid weiter vernutzen als Rohstoff. Kohlenstoff ist ja letzten Endes ein Rohstoff, dafür braucht man wiederum Energien. Die andere Variante wäre es, zu speichern im geologischen Untergrund. Die Gefahren liegen einmal darin, dass man auf keinen Fall vergessen darf, dass die Nutzung des Untergrundes immer mit Risiken behaftet ist, sei es mit der geologischen Speicherung von CO2, sei es, was jetzt gerade in Diskussion ist mit dem berühmten Fracking oder auch mit der Geothermie. Man muss eben die Risiken genau kennen, man muss sie als solche auch genau benennen und als solche auch kommunizieren. Ja, in Kazin sind wir auf eine Lokation gestoßen, wo schon geologische Speicherung von zunächst Stadtgas und danach eben von Erdgas stattgefunden hat. Wir sind in die doppelte Tiefe gegangen, also seitlich an diesem Erdgasspeicher vorbei, in die doppelte Tiefe von ungefähr 700 Metern und haben dann da eben so eine Gesteinsschicht gefunden, die salzhaltiges Wasser trägt. Und in dieses salzhaltige Wasser pumpen wir das CO2 rein. Das verbindet sich dann, ich sag's mal salopp, zu salzigen Mineralwasser. Wir beobachten mit allen Gerätschaften, die es so gibt in Geowissenschaften, beobachten wir, was da unten passiert, also periodisch in Einzelmessungen wie auch permanent. Hängt davon ab, mit welcher Methode. Wir holen Gesteinsproben raus, analysieren, was damit passiert ist. Durch das Einwirken von CO2 ist ja letztendlich auch eine Säure. Alles das wird untersucht und unser Ergebnis bisher ist, wir haben jetzt 67.000 und ein paar hundert Tonnen da runtergebracht. Unser bisheriges Ergebnis ist, dass es offenbar funktioniert. Ich beobachte einen Wandel, der geht aber in beide Richtungen. Als wir angefangen haben, das Projekt zu betreiben, das war 2004, wurden die ersten Erhebungen gemacht. 2008 hatten wir eine handfeste Studie, die zeigte, dass etwa 3/4 der Bevölkerung positiv bis neutral gegenüber CCS eingestellt war. Im Laufe der Zeit hat sich das grundlegend gewandelt. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist offenbar derzeit gegen die geologische Speicherung von Kohlendioxid, aus den unterschiedlichsten Gründen, muss man fairerweise auch sagen. Da hebt sich unser Projekt gegen ab, weil wir von Anfang an die Bevölkerung an dem Ort, wo wir das getestet haben, als Forschungsprojekt wohlgemerkt, mit einem bezogen haben. Die wussten ganz genau, was wir da vorhaben. Die wussten auch ganz genau, was da passiert. Sind also gut informiert worden. Insofern ist da einen großen Bürgerwiderstand eigentlich in der Form nicht gegeben. Die Diskussion geht natürlich weiter.